Okay. Traktionsschwierigkeiten. Man muss so sein, dass das Sixpack durchguckt, gell? Natürlich. Boah, jetzt ist hier mal Ruhe. Das kommt mit dem Mic bestimmt geil. Das ist nämlich ein binaurales Mikrofon. Wenn du es dann mit Kopfhörern wieder anhörst, dann hörst du es, genauso wie du es selbst hörst, ja. Und wenn du halt mit der Kamera jedes Mal so mitschwenkst, dann kannst du auf dem Video, wenn du Kopfhörer an hast, die Töne orten, wo sie herkommen, ob sie jetzt hinter dir sind oder vor dir und so. Ich kann ja hier hochfahren. Aber heute machst du relativ viel kaputt, wenn du die Strecke fährst. Ist ein bisschen komisch irgendwie noch. Habe ich nicht gesehen. Ja, und hier so an der Stelle. Ich finde den arg flach, den Parkplatz. Den auch noch? Das kommt dir nur so vor. Im Trip ist natürlich so niedrig. In den Anlieger kannst du bestimmt reinspringen. Von der Außenleine hier rein. Hallo. Den abziehen und den Anlieger. Hallo, hallo. Ah, ist zu laut. Ne, das ist okay. Ich bin hier. Mhm. Nein, doch da. Da hinten bei dir auch, das stört mich gerade auch bei der hinten. Das ist am Ende nochmal so ein Kopf. Es kommt ein Zug. Ja, eigentlich können wir uns da drüben austoben. Wo? Ja, hinten drin. Ja, aber ich bin da nicht. Ja, ich muss eh noch Sprit holen, weil der ist leer. Vielleicht nicht so klug gewesen. Wie nennen Sie das? Braucht einen Namen, wenn es große Kunst sein möchte. Latte. Latte, Latte ist gut. Du musst noch ein bisschen mehr laufen dabei. Also am besten ist es, wenn du. Genau, das ist er. Wenn du gleich mit dem Bagger durchfährst, weißt du, wie es da aussieht. Nee, weil unten drunter ist nach. Nicht auf der Strecke. Ah nein! Drüber gehen, ne? Ja, und jetzt?
Hallo. Es ist witzig, aber man kommt nicht, man braucht eine Ewigkeit, bis man mit dem Dingsbums gerade kommt. Also man braucht so 3 Tage oder so, bis man wirklich drin ist. Also ich bin nicht produktiv mit dem Ding.